Moderne kapitalistische Gesellschaften sind Wachstumsgesellschaften. Wachstum ist nicht einfach nur ein Anhängsel moderner Gesellschaft, sondern ist die Basisstruktur unserer Gesellschaften. Moderne Gesellschaften, wie die, in der wir leben, stabilisieren sich, indem sie sich weiter und kontinuierlich wachsen und immer weiter beschleunigen. Ich benutze gerne das Beispiel des verrückten Fahrrads. Das stabilisiert sich wie ein Fahrrad, was immer weiter beschleunigen muss, um nicht umzukippen. Wir sind aber an den Punkt gekommen, wo dieser Mechanismus nicht mehr funktioniert. Die Logik des Wachstums und der weiteren Beschleunigung unterminiert die Bedingungen unseres Zusammenlebens, bringt nicht mehr eine Verbesserung der Lebensqualität und steigert den Druck auf natürliche Ressourcen und Senken. Einfaches Wachstum ist nicht mehr möglich. Aus verschiedenen Gründen. Natürlich auch aus der Perspektive der ökologischen Grenzen. Die Ausbeutung von Ressourcen und von Senken, also von Öl, Kohle und den ganzen natürlichen Ressourcen auf der einen Seite und die Senken, also die Absorptionskapazitäten der Senken, wie viel von unserer Verschmutzung sozusagen die Senken aufnehmen können, um sich zu regenerieren, wird immer kleiner und immer problematischer. Das kennen wir unter Peak Oil, kennen wir das als Stichwort für die Krise, für die ökologische Krise auf der Seite der Ressourcen, und natürlich die Klimakrise kennen wir als die Krise von der Seite der Senken. Unser Klima kann nicht mehr CO2 aufnehmen und die Atmosphäre regeneriert sich nicht mehr schnell genug, dass für unser Leben auf Erde das weiter funktionieren kann. Ich würde aber sagen, dass wir nicht unbedingt gegen absolute Grenzen rennen, sondern dass einfaches Wachstum nicht mehr möglich ist, aber das Wachstum durchaus in eigenen Ländern der Welt immer noch weiter möglich ist und dass diese Grenzen weiter verschoben werden können, aber das geschieht immer auf Kosten anderer. Das heißt, in einigen Ländern können wir die Grenzen verschieben und andere Gruppen von Menschen und andere Länder tragen die Kosten und die Konsequenzen davon. Das bezieht sich nicht nur auf die natürlichen Ressourcen und die Senken, sondern auch auf anderen Aspekten, wie zum Beispiel die Deregulierung der Arbeit, die Deregulierung der Finanzmärkte. Das sind auch alle Formen der Verschiebung der Grenzen. Wenn wir von Grenzen des Wachstums reden, reden wir also nicht von absoluten Grenzen, sondern von eine Grenzregion, wo einfaches Wachstum immer schwieriger wird und diese Grenzen sich immer weiter verschieben lassen auf Kosten anderer. Das ist das beste Beispiel mit der Klimagerechtigkeit. Was bedeutet das? Dass natürlich einige Länder weiterhin immer mehr CO2 ausstoßen können, aber die Konsequenzen werden wiederum von anderen Gruppen und von anderen Ländern getragen. Auch die Versuche, immer wieder Wachstum zu ermöglichen, bedeutet, dass man auch die Ausbeutekapazität immer weiter erhöht. Zum Beispiel Großinvestitionen in große Infrastrukturprojekte sind Formen der Verschiebung dieser Grenzen, weil man sich dadurch den Zugang verschafft zu weiterer und mehr und einfacher Ausbeutung von noch mehr Quellen, Ölquellen, Kohlenquellen etc. Das beste Beispiel ist, ist das Fracking in Nordamerika. Das ist ein Versuch, die Grenzen von Peak Oil weiter zu verschieben, indem man die Risikobereitschaft erhöht. Und natürlich die Risikobereitschaft von bestimmten Bevölkerungsgruppen, die sind schwächer und die haben keine richtige Stimme, um sich dagegen zu wehren. Und dann wird natürlich in ihren Territorien, in ihren Regionen Fracking betrieben. Und sie tragen die ganzen Konsequenzen des Frackings, das wiederum dazu nutzen soll, den Ölpreis zu reduzieren und die Illusion zu verschaffen, dass wir doch nicht beim Peak Oil angekommen sind. Wir wissen, dass es nicht der Fall ist. Wir sind schon längst beim Peak Oil angekommen. Und Fracking ist einfach nur eine weitere Verschiebung, die den USA zum Beispiel ganz große geopolitische Vorteile verschafft und ihre Machtstellung gegenüber anderen Ländern, zum Beispiel auch Venezuela, noch stärker werden lässt. Was kann an diesem Punkt, wenn wir von Klimagerechtigkeit reden, was kann Degrowth und was kann die Degrowth-Bewegung dazu beitragen? Ich würde sagen zweierlei. Einmal im wortwörtlichen Sinne, wo Degrowth wirklich bedeutet eine Gesamtreduzierung der Wirtschaft, eine Gesamtreduzierung von der Nutzung von Energie und Stoffen. Es gibt keine Klimagerechtigkeit ohne eine Gesamtreduzierung der Energienutzung und der Inanspruchnahme von Ressourcen und Senken. Wie ich eben vorher gesagt habe, wenn wir diese Gesamtreduzierung nicht vor Augen führen, bedeutet die weitere Nutzung von Ressourcen und Senken immer auch, dass die Kosten auf anderen verschoben werden.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die von der Degrowth-Bewegung kommt. Eine zweite Botschaft ist mir aber fast noch wichtiger als das, und das ist eine viel allgemeinere Perspektive. Das ist eine Kritik an der Idee von Wachstum, an der Wachstumslogik, die gekoppelt ist mit dem westlichen Entwicklungsmodell. In diesem zweiten Sinn, Degrowth ist nicht nur fokussiert auf die Reduzierung der materiellen Grundlage der Wirtschaft, die sehr wichtig ist, sondern es ist eine Gesamtkritik dieses Fahrradmodells. Es geht darum, nicht mehr diese Beschleunigungs- und Wachstumslogik voranzutreiben, sondern die Grundstruktur dieses Fahrrads, die Grundstrukturen unserer Gesellschaft so zu verändern, dass sie nicht mehr auf diese weitere Beschleunigung, auf dieses weitere Wachstum angewiesen sind. Und da kann man auch verschiedene mögliche Bündnisse und Allianzen zwischen Degrowth als eine Bewegung, die in dem globalen Norden entstanden ist, und Umweltgerechtigkeits- und Klimagerechtigkeitsbewegungen aus dem globalen Süden. In dem ersten Sinne von Degrowth, die Allianz ist im Sinne von einer Verpflichtung des globalen Nordens, ihre eigene Inanspruchnahme von Ressourcen und Senken drastisch zu reduzieren, um Raum zu lassen für Länder des globalen Südens, so weiter zu wachsen, um einen bestimmten minimalen Sockel, minimalen Lebensstandard für alle erreichen zu können. Das ist so eine Art Contraction and Convergence, die man aus der Klimadebatte kennt, aber bezogen auf Wachstum. In dem zweiten Sinne ist, glaube ich, noch radikaler, denn hier steht Degrowth als ein Modell auch für den globalen Süden im Sinne von dieser radikalen Kritik an der Entwicklungslogik, an dem westlichen Entwicklungsmodell. In diesem Sinne, also nicht in dem wortwörtlichen Sinne, ist Degrowth auch ein Modell oder ein Pfad für Länder des globalen Südens, weil eine Allianz da angeboten werden kann mit Post-Development-Gruppen, mit anti-extraktivistischen Gruppen, mit all den Gruppen, die ganz offensiv gegen das westliche Entwicklungsmodell kämpfen, wenn man zum Beispiel in Lateinamerika an die Buen Vivir-Debatte denkt, und für eine andere Form von gesellschaftlichen Wandel, ich will nicht das Wort Entwicklung nehmen, in den Mund nehmen, weil es geht eben nicht um Entwicklung in dem traditionellen Sinne des Wortes Entwicklung, sondern es geht darum, dass Gesellschaften sich wieder ihre Fähigkeit aneignen, zu entscheiden, wie sie leben wollen, wie sie produzieren wollen und was für sie wichtig ist. Das ist die Hauptbotschaft des Buen Viviers. Es ist, wie Acosta sagt, eine Alternative zur Entwicklung, nicht eine andere Form der Entwicklung. Und da würde ich sagen, die Allianz zwischen Degrowth und zum Beispiel Buen Vivir oder Post-Development ist viel stärker, weil beide zusammen gegen diese spezifische Modell der Entwicklung, das von dem Westen imperialistisch in den globalen Süden hineingetragen worden ist. Ein Beispiel ist das Buen Vivir, ein anderes Beispiel ist das Projekt, was zum Beispiel Ashish Kothari in Indien versucht zu verfolgen mit dem Radical Ecological Democracy. Allein in dem Begriff steht drin die Idee, dass Ökologie Bestandteil von einer radikalen Demokratie ist und sein muss. Das heißt auch, dass die Autonomie der lokalen Gemeinschaften und Gemeinden gestärkt werden muss, damit sie selbst darüber entscheiden, wie sie leben wollen, wie sie produzieren wollen, was ihre Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen sind. Und autonom heißt zum Beispiel autonom von den Zwängen des globalisierten Marktes. Also die Idee von der Radical Ecological Democracy impliziert Resilienzstrukturen, lokale Produktionsstrukturen, basisdemokratische Entscheidungsstrukturen und herrschaftskritische Momente, wo zum Beispiel auch Formen der Diskriminierung entlang der Geschlechterverhältnisse thematisiert werden. Es ist, glaube ich, unwichtig, ob die Radical Ecological Democracy plötzlich Degrowth übernimmt als einen allgemeinen Rahmen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Aber man sieht unmittelbar, wie stark die Überlappungsgebiete sind, also die gemeinsame Kämpfe sein können zwischen dieser starken Bewegung in Indien und der Degrowth-Bewegung im globalen Norden. Und da sehe ich sicherlich ein sehr großes Potenzial in beiden Sinne. Einmal den Druck zu reduzieren auf den globalen Süden und auch im Sinne von dieser Kritik gegen ein bestimmtes Verständnis von Wachstum und gegen das westliche.
von der Wachstumslogik zu verabschieden, heißt auch von dieser Logik der Expansion zu verabschieden, die daran gekoppelt ist. Wenn der globale Norden sich von dieser Expansionslogik verabschiedet, bedeutet, dass der Druck auf Länder des globalen Südens reduziert wird. Dass zum Beispiel den starken Druck zu einem wilden Extraktivismus reduziert wird. Man kann das so und so sehen. Man kann sagen, das bedeutet aber auch, dass weniger, dass weniger Abnahme gibt für die Produkte des globalen Südens. Und das ist wahrscheinlich das erste Szenario, was einem durch den Kopf geht. Gleichwohl aber schafft es Räume für eine ganz andere Form von wirtschaftlicher Produktion im globalen Süden, zum Beispiel wie das in der solidarischen Ökonomie passiert. Also es schafft Räume für mehr Autonomie und mehr Selbstbestimmung und mehr Selbstgestaltung. Es ist aber ein langer Prozess und das kann auch nicht von heute auf morgen passieren. Ich würde aber sagen, dass diese Reduzierung des Drucks, was auch eigentlich bedeutet Reduzierung des Imperialismus, ein ganz wichtiger und erster Schritt ist. Und das ist sehr eng verbunden mit einem Degrowth-Pfad im globalen Norden, sofern der auch mit einer radikalen Transformation der Basisinstitutionen der Gesellschaft vonstatten geht. Das bedeutet wiederum Umverteilung, das bedeutet aber auch Solidarität mit anderen Ländern etc. und schließt es nicht aus.